Lahm bleibt DFB-Fan. Trotz seines Rücktritts wird Ex-Kapitän Philipp Lahm dem Nationalteam verbunden bleiben. Ab sofort sei er Fan der Nationalmannschaft, sagte Lahm auf der Homepage des FC Bayern München. Im Laufe der vergangenen Saison sei in ihm der Entschluss gereift, dass das sechste große Turnier mit dem DFB-Team auch das letzte sein solle. Seine Zeit als Nationalspieler hat der 30-Jährige offenbar sehr genossen. 10 wunderbare Jahre, besser gehe es nicht. Er sei dankbar und froh, dass er eine so tolle Zeit dort gehabt habe. Lahm hatte am Freitag nach 113 Länderspielen und dem Weltmeistertitel überraschend seine DFB-Karriere beendet. Sammer sieht Lahms Entscheidung positiv. In den Augen von Bayern Sportvorstand Matthias Sammer ist der Nationalmannschaftsrücktritt von Philipp Lahm ein Vorteil für den Rekordmeister. Für uns ist es sicherlich kein Nachteil, weil du einen Weltklasse-Spieler ja immer in deinen eigenen Reihen haben möchtest. Stellen Sie sich mal vor, es wäre umgedreht. Er hätte bei Bayern aufgehört und wäre nur noch Nationalspieler. Wäre nicht so gut für uns. Rummenigge kritisiert DFL. Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hat sich über die aus seiner Sicht zu früh beginnende Bundesliga-Saison beschwert. Bei einem Managertreffen der Liga hatte er einen Antrag gestellt, wonach die neue Spielzeit nicht am 22., sondern erst am 29. August starten solle. Das sei jedoch mit der Begründung abgelehnt worden, es sei die einzige Chance, Bayern mal Probleme zu bereiten, sagte Rummenigge in der Bild-Zeitung. Er vermisse die Solidarität gegenüber den Clubs, die viele Spieler zur WM schicken. Bei Dortmund seien es auch 8 oder 9 gewesen, führte Rummenigge aus. Aogo for Comeback. Dennis Aogo von Schalke 04 wird nach 8 Monaten Pause erstmals wieder auf dem Platz stehen. Schalke-Trainer Jens Keller möchte den Außenverteidiger im Benefizspiel bei Hansa Rostock einsetzen. Es sei geplant, dass Dennis die ersten 45 Minuten zum Einsatz komme. Er mache einen sehr guten Eindruck und sei fit, sagte Keller. Aogo hatte sich vor 8 Monaten bei einem Zusammenprall im Training das rechte Kreuzband gerissen. Den Test gegen Rostock sehen Sie am Samstagabend ab 18 Uhr live auf Sport 1.